Wir heißen übrigens Tiffany. Wir haben ja den. Das stimmt, ihr habt ja den Charakter-Editor gar nicht gesehen. Also, Moment mal kurz. Bleib mal eben. Vibe, please. Okay, das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Das irgendwie machen? Nee, ich glaube nicht. Ich nehme mal eben die Dingens ab, die Bekleidung, damit man mal sehen kann, wie die Dame dann auch aussieht. So. Hübsch. Ja, wie gesagt, wir sind halt eine Dunkelelfe. Ist das jetzt eigentlich... Ah, das ist sogar sichtbar. Schön. Anzeigefinger, Madame, bitte. So, interessant ist hier noch, diese Dinger, wenn wir da durchlaufen, dann verraten die uns auch wirklich. Das ist vielleicht noch interessant. So, ganz leise. Doch niemand hier. Ich will den Magier, glaube ich, als erstes ausschalten. Können wir am ehesten noch Probleme machen. Jetzt ganz leise bin ich. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Darauf sterbe ich doch lieber, was mich zu ergeben. Kriege ich den von hier? Schwer. Fuck. Genau so war es eben nicht gedacht. Ah, come on. Stirb erstmal. So. Erstmal alles niederbrennen, was nicht nied- und nagelfest ist. Okay. Du stirbst auch, Kollege. So. Das ging jetzt noch ganz gut. Rohrs Brief. Mitgenommen, das wollte ich eigentlich nicht, wollte nur lesen. Hier ist nichts Interessantes dabei. Dietrich, ein Falkenschnabel, nice. Lesen. Komm schon, so schlimm wird es schon nicht werden. Riegel mag paranoid sein, aber sie ist dumm wie ein Mammut. Und sie ist auch behaart wie eins. Ich sage ja nur, wenn wir in die Schatzkammer gelangen könnten, hätten wir ausgesaugt. Wir können einfach das Geld nehmen und nach Norden gehen, um ein Schiff zu nehmen. Ich kenne einen, dessen Cousin einen kennt, der uns bei ein paar Piraten in Hammerfell unterbringen könnte. Und bis dahin könnten wir monatelang von dem Geld leben. Okay. Also dieser Rohrer hat scheinbar irgendwie einen Putsch gegen seinen Boss geplant, gegen diese Riegelstarkarmen. Die werden wir, glaube ich... Ja, ist das die? Ich weiß es gerade gar nicht. Werden wir die noch kennenlernen? Mal gucken. Ein bisschen Pech bewacht die nämlich die Schatzkammer und dann können wir gucken, wie wir klarkommen. Naja, Granatstein. Ah, eine neue Stufe, sehr gut. Ich gerne nochmal die Magie. Können wir jetzt schon... Ja, sehr gut. Jetzt können wir nämlich die Hände so zusammenlegen und dann macht es mehr Schaden. Das ist cool. Eine Expertenkiste. Expertenkisten sind immer ein bisschen scheiße. Ich habe, glaube ich, vorhin mitten im Satz abgebrochen. Das wollte ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Von daher kann ich jetzt nicht mehr den Satz vervollständigen. Das ist ein bisschen doof, aber damit müsst ihr leben. Ich weiß, ihr wisst bestimmt, was ich sagen wollte. Ansonsten schreibt den angefangenen Satz irgendwie mal in die Kommentare oder so. Dann beende ich den in den Kommentaren. So. Orikalkumbarren, sehr nice. Können wir auch bestimmt noch irgendwie gebrauchen. Auch wenn ich jetzt keine Schmiedekarriere anstrebe, aber naja. So, hoch da. Und weiter hier. Ist das nur ein normaler Bandit? Glaub schon. Okay. Kann man die eigentlich auch mit Pfeilen auslösen? Ja, kann man. Okay. Also man kann dann auch die Pfeilen direkt vorneweg auslösen, damit man da jetzt gar nicht reintappen kann.
ganz cool. Die Adeptentür hier nehmen wir noch eben mit. Da kann eigentlich nicht viel passieren mit den Dietrichen. Und wir kriegen einfach umsonst Level-Ups und Schlossknacken. Und Schlossknacken kann man auf jeden Fall gebrauchen. Von wegen, da kann ich... Obwohl, das ist eine Expertentür. Da kann einiges passieren. Okay. Einen verschwende ich noch. Naja, okay, lassen wir. Also, eine Schlossknackenstufe ist trotzdem verbessert worden. Sehr schön. Schaufel braucht kein Mensch. Spitzhacke könnten wir, glaube ich, gebrauchen. Nehmen wir mit. Weil man findet gerne mal irgendwelche Erze in Bergen und kann die dann entsprechend ausgraben. Ja, das wollte ich sagen. Ausgraben. Da. Weiter geht's. Ab nach oben. Und durch die Holztür. Bist du riegelstarkarm? Nein, aber du bist ein Banditengesetzlose, was die ganzen Sachen nicht unbedingt angenehmer macht. Die. Danke. Coole Tattoos. Ab einem gewissen Punkt sagen viele von denen dann sowas wie, genug, lasst mich in Ruhe, bitte Gnade oder so. Man kann die gewähren, die Gnade. Problem ist nur, früher oder später greifen die dann wieder an. Das ist... Ist jetzt vielleicht nicht so geil. Hier liegen übrigens eine ganze Menge Drauger rum. Drauger sind Untote. Und Untote bringen häufig genau Knochenmehl. Und gerne eben auch diese alten Schwerter und ähnliches. Oder die Bogen. Targets will range. Was? Within range of impact will have the stamina drained. Cool. Also quasi eine Ausdauer. Ausdauergiftbogen. So ungefähr. Oder Ausdauergiftpfeile vielmehr. Warnung. Ist das dieselbe wie oben? Ja. Okay. Da. Okay. Speichern. Hier etwas gehört? Tschüss. Okay, will ich wieder Flammen haben. Hinten noch zwei Bogenschützen, das ist nicht so geil. Okay. Dann machen wir den Klassiker, das Bogenschützenduell. Es geht halt auch im in der Ego-Perspektive deutlich angenehmer als du liegst da sehr ungünstig, junger Mann, als in der dritten Person. Ja. So. Noch mehr Zeug mit. Nochmal Roras Brief. Ja, und so langsam, glaube ich, nähern wir uns dann auch mal der Schatzkammer. Wenn ich mich recht entsinne, dann kommt hier nämlich gleich der Boss dieses kleinen Dungeons hier. Grillter Lauch. Om. Bratkartoffeln. Nee, Backkartoffeln. Om. Lecker. Und jede Menge Alk, den wir nicht brauchen. Fast leer. Ganz gut gesoffen, glaube ich. Irgendwo was? No. Okay. Speichern. Save early, save often und so. Ja, hier haben wir auch wieder diese Dinger. Und wenn wir hier nicht vorsichtig sind, dann kriegen wir aufs Maul. Ich meine, wir kriegen auch so gleich derbe aufs Maul. Weil... Der Gegner da hat es in sich. Aber theoretisch könnten wir hier nicht einfach vorbeischleichen. Wir probieren das jetzt einfach mal.
Oder die irgendwie klauen oder so? Orkische Kriegsaxt, ist das nicht deren Waffe? Wenn das deren Waffe ist, dann ist das genial, weil dann deutet das, dass wir jetzt gerade ihre Waffe geklaut haben und dann kann sie nicht mehr viel machen. Rein theoretisch. Quatsch. Come on. Alter. Danke. Geld. Ja, 41%. Hat nicht funktioniert. Laden. Das machen wir jetzt einfach mal ganz feige, weil ich will den Gegner echt umgehen. Wenn wir das geschafft haben, dann demonstriere ich euch einmal warum. Achso, das ist ein anderer. Ja, die Schlösser sind at random, richtig. Ich vergaß. So, ganz vorsichtig. Es geht tatsächlich, wir können uns einfach an der vorbeischleichen, wie geil. Okay. Ich demonstriere jetzt einmal warum. Okay, bis die aufgestanden ist, sind wir schon fast weg, ne? Aber. Okay, vergessen wir das. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange zum Aufstehen braucht. Ich hatte bisher immer Mordsprobleme mit der Frau. Naja, dann nicht, ne? Okay, vergessen wir das. Also, wenn sie aufwacht und gegen einen kämpft, dann nimmt sie erstmal nicht mehr wirklich Schaden, weil sie dann ein Schild hat. Und zweitens, man selbst kriegt dann so ein bisschen auf die Fresse. Wow. Stimmt, ich vergaß. Dieser Stein hier aktiviert diesen Fallhagel. Da sollte man zwischendurch drauf achten. Da. Also auf diese komisch geformten Steine hier zum Beispiel auch wieder. Am Boden sollte man definitiv achten. Und den will ich jetzt, glaube ich, sogar irgendwie überspringen, wenn möglich. Ah! Aua. Da sind so viele Fallen drin, das ist unschön. Na komm, wir lassen die Frau jetzt einfach mal schlafen. Soll sie ihren Schlaf kriegen? Wollen ja auch nicht unnötig irgendwelche Leute stören hier. So, machen wir die Tür wieder zu. Und saven hier nochmal. Unschön viele Fallen drin. Total. So. Den wollen wir auch überspringen. Wir haben gesehen, was passiert. Den wenn möglich auch. So. Dann kommt dann einfach dieser riesen Rambock da von der Decke und haut uns um, wie wir gerade anschaulich gesehen haben. Das sind auch Fallenschalter. Der ist dann für diesen Rambock da zuständig. Also auch, wenn möglich. Meiden, ho, Hallöchen. Achso. Ja, hier wäre jetzt, glaube ich, hier unten ein Faden gewesen. Woran dieser Streitkolben dann hing. Aber so, kommen wir jetzt hier ins Allerheiligste. Wow! Da ist übrigens auch noch ein Schalter. Okay.
damit haben wir das hier quasi geschafft. GG. Und dürfen uns jetzt über diesen Schatz hermachen, der uns hier offenbart wird. Das ist nämlich gar nicht mal wenig. Gold, Granatstein, Gold, Goldbarren, Gold, Gold, Korundumerz, Goldbarren, Gold. Mehr Gold. Geldbeutel, Gold, Geld. Ein Silberbarren, Amethyst, Gold, Silberbarren, ganz viel Zeug. Auch verschiedenste Erze, die definitiv interessant sind. Um daraus was zu schmieden oder ähnliches. Oder die eben zu verkaufen. Seltsamer Silbergussform nehmen wir auch mit. Da haben wir ja vorhin von gehört. Ich glaube, wir können sie leider nicht nutzen. Aber dafür kriegen wir hier doch einiges an Zeug. Dietrich, nochmal Geld, Massenlähmung, Goldene Halskette. Dankeschön.